Hallo Leute, hier ist wieder der große Wecker. Ein herzliches Willkommen an euch alle. Heute habe ich den XV88 Broadside Battlesuit von den Tau mitgebracht und möchte euch den vorstellen, wie man den anmalt und sag kurz was zu der Einheit an sich. Genau, und das andere große Thema des heutigen How-To ist, wie kriege ich eigentlich eine weiße Rüstung gemalt? So, dazu komme ich aber später nochmal. Erstmal zum Broadside Battlesuit. Die Einheit oder das Modell hat Bewegung 5, ein Kampfgeschick von 5, BF 4 plus, eine Stärke von 5, ein Widerstand von 5, 6 Lebenspunkte, 2 Attacken, Moralwert 7 und eine Rüstung plus 2. Rüstung plus 2 ist für eine Tau-Einheit eigentlich erstmal relativ gut. Ja, BF von 4 plus bei Tau ist schon im Spiel ziemlich nervig, muss man sagen. So teilweise. Genau, darauf will ich jetzt gar nicht so groß eingehen. Was ist sonst noch zu dem Modell zu sagen? Das Modell ist jetzt mit dem schweren Massebeschleunigergewehr ausgerüstet, was irgendwie eine Reichweite von 60 Zoll hat. Schwer 2. Das heißt, man hat zwei Würfe damit, eine Stärke von 8, ein DS von minus 4 und Schadenswert von W6 plus. Beim Verwundungswurf bei einer 6 plus erhält sozusagen die Zieleinheit zum normalen Schaden noch eine tödliche Verwundung. Also diese Waffe ist stark und man kann mit der Waffe durchaus auch hart gepanzerte gegnerische Einheiten ganz gut aufs Korn nehmen, wenn man dann trifft. Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem bei den Taumodellen, finde ich, wenn man die spielt. Genau, was hat er sonst so? Ja, bei einer 6 besteht er den Moraltest automatisch. Ja, wie alle Tau-Einheiten, mehr oder weniger, hat eigentlich die Drohnenunterstützung, die dann separat gespielt werden können. Und eingehender Schaden kann bei einer 2 plus auf die Drohnen sozusagen umgeleitet werden. Und diese Einheiten erleiden dann tödliche Verwundung anstelle von normalen Schaden. Das heißt, so die erste Runde an Schaden kann man durchaus ableiten mit dem Modell. Mehr will ich jetzt dazu eigentlich nicht sagen. Ich glaube, das reicht erstmal, um die Figur vorzustellen. So. Jetzt kommen wir zu dem Paint Job. Das ist eins der ersten Modelle, die ich so hatte. Und ihr seht, das ist halt auch lange Zeit nicht angemalt gewesen. Und unter anderem haben mich auch die Taus dahingehend inspiriert, irgendwann diesen kleinen Kanal zu machen mit den How-To's, weil ich mir ganz schön an den Tau die Zähne ausgebissen habe, was das Malen angeht. Nämlich die Frage, wie kriege ich eigentlich eine weiße Rüstung hin? Und hier bei dem Modell sieht man das auch. Ich habe das grundiert und das wurde nicht so richtig weiß. Und dann habe ich überlegt, habe ich noch mal ein bisschen dicker rüber grundiert und so weiter. Aber die Grundierung blieb weiter grau. Und wie man hier sieht, die Stellen habe ich dann probiert, mit weiß zu übermalen. So, und das sah halt einfach schrecklich aus. Und bei den anderen Tau-Modellen war das ähnlich. Die weiße Farbe deckt auf der grauen Grundierung nicht so richtig. Und das ist sehr frustrierend, weil man quasi diese weiße Rüstung an sich nicht so einfach hinbekommt. Ja, jetzt zeige ich ihn euch nochmal von allen Seiten. So, hier sieht man das nochmal. Die Kamera schluckt das ein bisschen. Hier bin ich dann mit weiß rübergegangen über die Grundierung. Hier ist die Grundierung. Und zum Beispiel bei diesem Oberschenkelpanzer, so, da bin ich dann mit weiß rüber und es sieht nicht cool aus. Und das war unter anderem das, was mich bei dem Tau frustriert hat. Plus, dass ich sie jetzt so vom Spielen ja nicht so interessant fand. Und ich habe zu Necron gewechselt, habe aber noch so ein paar, sage ich jetzt mal, Anfänger-Tau-Modelle bei mir rumstehen und dachte, naja, dann bemale ich den mal und guck mal, wie das jetzt klappt. Und ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch gesammelt. So, jetzt machen wir mal weiter. Als allererstes mache ich erstmal alles schwarz, was schwarz zu sein hat an der Einheit. Und da nehme ich aber diesmal das Corvus Black, weil mir das andere Schwarz, das Avadon Black, nicht so gut gefällt. Und das Corvus Black ist irgendwie schön angenehmer aufzutragen und ich finde den Schwarzeffekt bei der Farbe besser. Das muss ich ganz klar sagen. Joa, gehe ich hier einmal rum. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen unsauber am Anfang male, ist es auch egal. Das kann man machen. Und wie das ist, nimmt man alles später wieder raus. So, da spart man auch Zeit. Wie ihr seht, so einmal mit dem Schwarz rumgegangen.
Und jetzt kommt eigentlich schon das Spannende bei dem Modell. Anstelle jetzt quasi Figur zu highlighten, nehme ich jetzt erstmal diesen Earth Shade und trage den relativ großflächig über das ganze Modell auf, weil mein Ziel ist es, dass sozusagen der Shade, die Farbe, in die ganzen Ritzen und Lücken hier reinkommt. So, und das seht ihr auch. Also ich habe mich sozusagen darauf konzentriert, diese Vertiefungen mit dem Earth Shade sozusagen anzumalen und alles, was an der Oberfläche ist und wo ich rübergegangen bin, ist egal. Das sieht jetzt erstmal sehr sehr verschmiert aus. Ja, seht ihr hier überall. Das sieht erstmal sehr verschmiert aus, aber da muss man sich keine Gedanken machen. Das geht relativ schnell dann wieder weg. Und der Vorteil ist, dass man sozusagen erstmal in die Ritzen geht. Dass man die Ritzen hat. Weil später die Ritzen nachzuzeichnen, wenn man mit Weiß rübergeht, ist total schwierig. Das werdet ihr dann noch sehen. Genau. Von allen Seiten einmal. Und jetzt nehme ich mir ein Grau, um nicht wieder in das gleiche Problem zu rennen, dass wenn ich jetzt sozusagen so zum Beispiel einen White Scar White nehme, dass es nicht richtig deckt, nehme ich mir sozusagen einen dunkleren Weißton und mit dem dry brushe ich eigentlich rüber. Das heißt, ich nehme nicht so viel Farbe in den Pinsel, streiche die vorher ein bisschen raus und gehe dann über die ganzen weißen Stellen des Modells. So. Alles, was weiß werden soll, wird drüber gedrybrushed. Ja. Und wenn man das macht und den Pinsel schräg hält, kommt man auch nicht mehr in diese Ritzen rein. Deswegen nehme ich auch relativ wenig Farbe. So, das heißt, was ich vorher mit dem Shade sozusagen, die dunklen Vertiefungen, die bleiben auch meistens erhalten. Und dass hier so ein paar Stellen in dem Modell nicht so schön sind, liegt eigentlich daran, dass ich damals am Anfang ein bisschen zu viel grundiert habe. Würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Heute grundiere ich wesentlich mit wesentlich weniger Farbe. Damals habe ich zu viel Farbe draufgeklatscht. Deswegen sind so einzelne Stellen an dem Modell nicht mehr ganz so schön. So. Genau. Und im nächsten Schritt nehme ich jetzt das White Scar White und benutze im Prinzip wieder die gleiche sozusagen Maltechnik. Also ich bürste quasi mit dem Weiß über die Figur rüber und all die Stellen. So, vor allen Dingen über die großen Oberflächen und die Kanten, wie ihr seht, so da bürste ich rüber. Genau. Und was ich in den anderen Videos auch immer sage, so meine paar Regeln so für Anfänger sind erstens, benutzt keine gemischten Farben, benutzt sozusagen einfach klare Farben, die ihr reproduzieren könnt. Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel euch irgendwie vermalt, dann könnt ihr einfach wieder die Farbe nehmen, die ihr habt und ausbessern. Wenn man Farben mischt, ist das ein Problem. Ein anderer Vorteil, wenn man reine Farben benutzt, ist halt einfach, dass man Tage später weitermalen kann oder einen Monat später von der gleichen Armee sozusagen neues Modell bemalen kann und gleich die gleichen Effekte erzielt. Als wenn man da irgendwie rummischt, dann muss man ja immer wieder sozusagen diesen Ton treffen und das ist nervig. Und das würde ich als Anfänger nicht machen. Genau. Und was heißt... So. Jetzt habe ich sozusagen mit dem Weiß gedrybrushed, wie ihr seht, die ganzen Kanten ein bisschen gemacht. Und das Modell sieht immer noch ein bisschen messy aus, ist aber nicht so schlimm. Jetzt kommt ein schöner Effekt, das lege ich auch euch ans Herzen. Dieses Blue Horror ist so ein Grau-Blau. Dieses Grau-Blau ergänzt sich eigentlich ganz schön sozusagen mit dem Schwarz. Also man kann sozusagen hier diese Kanten von der Waffe oder von dem Bein mit diesem Blue Horror drybrushen und es hat einen schönen Effekt auf dem Schwarz der Waffe. So. Und was ich auch manchmal sage, oder was ich auch in anderen Videos immer wieder sage, meine Kamera nimmt das zu grisselig auf. Also die Figuren sehen meistens ebenmäßiger aus als sozusagen jetzt hier in den Videos. Das liegt halt an dieser Zoom-Funktion mit der Kamera, damit ich da diese Bilder schön hinkriege, löst der mir das leider immer sehr grisselig auf. Also in der Realität sieht die Figur doch sozusagen ebenmäßiger aus. Und das Blue Horror, damit bin ich jetzt über die ganzen Stellen gegangen, auch wieder gedrybrushed. Also im Prinzip habe ich jetzt eigentlich fast das Ganze, also die letzten Malschritte waren immer drybrushen. Das heißt, wenig Farbe in dem Pinsel, den Pinsel ausstreichen
Und dann geht man mit der Seite des Pinsels quasi über die Kanten und wischt drüber. Und dann bleibt die Farbe immer nur an den Kanten hängen. So. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt. Damit bleiben nämlich die Vertiefungen erhalten, weil die Farbe nicht reinlaufen kann. Das ist eigentlich das Geheimnis. Benutzt man sozusagen die Pinselspitze beim Malen, kann es einem durchaus passieren, dass die Pinselspitze in eine Vertiefung reinrutscht. So, sozusagen, wenn dann noch flüssige Farbe dran ist, ist sofort die flüssige Farbe in der Vertiefung. Macht man das Drybrushen, dann kommt eigentlich kaum Farbe in die Vertiefungen, weil erstmal nicht so viel Farbe auf dem Pinsel drauf ist und zweitens, weil man schräg bürstet und diese Bürsten dann gar nicht so richtig in die Vertiefungen reinkommen. Genau, und jetzt bin ich mit dem Blue Horror quasi nochmal die ganzen Stellen abgegangen. Das ist ein ganz geiler Effekt für die Waffe. Also ich finde, das Schwarz und das Blue Horror ergänzen sich wunderbar. Das sieht auch besser aus, als würde man ein Grau nehmen oder ein Weiß. Das ist dann zu viel Kontrast auf dem Schwarz. Genau. Als nächstes nehme ich hier meine ja, Kupferfarbe und mache die ganzen, ja, wie soll man sagen, Metallteile quasi. Drücke ich jetzt einmal rum, male die alle einmal an. So. Und ja. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt natürlich das Rot. So. Weil die weil das sozusagen die Ordensfarbe dieser Taumodelle ist. Und jetzt habe ich noch diese Finne hier angebaut. Die habe ich erst später gemacht. Ja, um den Kopf gut sozusagen vorher zeichnen zu können, dass die mir nicht im Weg ist. Habe ich die jetzt erst sozusagen angeklebt. Und ja, jetzt mache ich ja sozusagen das Abzeichen einfach schön mit dem Rot vorsichtig auftragen. Das kann man jetzt auch normal dick auftragen, wenn man so will. Dadurch, dass wir vorher das ganze Modell einmal mit dem Earthshade einlackiert haben, bleiben hier, wenn man so guckt, bleibt das hier schön dunkel. Ja, diesen Effekt, den hat man dadurch. Das gleiche ist jetzt hier zum Beispiel diesen, ich sag's nicht, ich nenne es jetzt mal Nieten. Ne? Hier, also man hat sozusagen diesen dunklen Effekt auch drumherum. Das ist halt ganz nice. Deswegen habe ich diesen Shade am Anfang gesetzt. Und das gleiche hat man ja hier so bei diesen Armsegmenten auch. Ja, genau. Ach so, ja, hier mit dem Blau bin ich auch ganz vorsichtig, auch dreibrushmäßig hier reingegangen, hier reingegangen, hier reingegangen, habe so ein bisschen so diesen Waffeneffekt erzeugt. So, alles ist alles nicht schwer und es ist wirklich reproduzierbar. Genau. Jetzt kommen so ein paar Feinheiten, so ein paar Tricks. Jetzt nehme ich hier nochmal einen anderen Goldton. Mit dem gehe ich hier so über die, also so einfach nur so ganz leicht oben nochmal quasi auf die Rundungen rauf. Was das ein bisschen mehr glänzender macht, ein bisschen dreidimensionaler nochmal. Als Licht bricht sich schöner da drauf. Ja, das sieht man hier vielleicht sogar auch ein bisschen. Das gibt einen ganz coolen Effekt. Und ist jetzt auch ist jetzt keine malerische Meisterleistung. Einfach nochmal so leicht drüber gehen. Dann ergänzen die beiden Farben sich ganz gut. Und zum Reparieren habe ich jetzt hier dieses Kontrast, das Whitewood. Das ist ziemlich geil, das habe ich irgendwann gefunden. Und da nehme ich einen ganz dünnen Pinsel mit einer kleinen dreieckigen Spritze, nehme die Kontrastfarbe und mit der, ich blätter nochmal ganz kurz hier zurück, und mit der ziehe ich dann nochmal so Kanten nach, wo ich ein bisschen zu sehr reingerutscht bin. Oder hier, ne? Da gehe ich quasi mit der Kontrastfarbe hier nochmal in die Ritze rein oder dort so und ziehe an einzelnen Stellen sozusagen die Kanten nochmal nach und nehme Unebenheiten oder was ein bisschen nicht so schön gedeckt hat raus. So, das habe ich dann, weiß ich nicht, jetzt hier gemacht, da gemacht, da gemacht. Unter anderem auch hier im ersten Versuch noch nicht so schön. Das habe ich später nochmal korrigiert. Das mache ich aber sozusagen die Kontrastfarbe hier. Die ist ganz cool, weil sie flüssig ist. Die ist sehr flüssig quasi und die kommt ganz gut in die Ritze rein, ohne dass man nochmal, dass man zu sehr auf die anderen Partien ja, überstreicht. So. Jo, und jetzt nehme ich nochmal hier das Blau, weil ich ein paar Stellen vergessen hatte. Hier zum Beispiel die Zieloptik von der Waffe und ja, die Linse hier im Helm. Und am Rückenmodul, das hätte man aber auch einen Schritt vorher schon machen können. Und mit dem Grau mache ich hier oben die beiden Plasma-Effekte
Das sind Plasmagewehre und die Rakete, ein bisschen grauer nochmal angezeichnet, angemalt. Kein großes Ding. Und jetzt ist mein Modell im Prinzip fertig. Und ihr seht, es ist ein relativ einfacher Paintjob. So, plus die Einheit sieht weiß aus. Das Weiß kommt raus sozusagen. Und das erzeugt man eben dadurch, dass man sich quasi schichtmäßig vom Dunkle ins Helle vorarbeitet, dass man so ein bisschen einen graueren Unterton nimmt und dann mit den helleren Weißtönen rübergeht. Man hätte es jetzt auch ebenmäßiger noch machen können, das wollte ich aber nicht, weil ich es eigentlich ganz schön finde, wenn die Modelle so ein bisschen, wie jetzt hier bei der Waffe, wenn die so aussehen, als ob sie benutzt worden sind. So, der Kampfanzug, wenn so kleine Unebenheiten drin sind, wie hier bei den Füßen, das finde ich persönlich ganz schön, als so ein ganz glattes Modell, was man sich jetzt sozusagen gar nicht in so einem Kriegsgebiet vorstellen kann. Die sollen schon so ein bisschen unebener aussehen und abgenutzt. Und den Effekt hat man über die Technik ganz gut erzielt. Und das Modell wirkt trotzdem weiß. So, was man nicht erreicht, wenn man einfach nur mit einem weißen Layer auf die Grundierung geht, das sieht ganz, ganz, ganz schrecklich aus. Wenn ich mal rübermalen muss, bis es irgendwie weiß wird. Hier hätte man jetzt einfach sozusagen das auch genauer malen können. Ja, so sieht das Modell aus. Ich hoffe, noch mal ein paar Nahaufnahmen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet damit was anfangen und ich konnte euch weiterhelfen. Und mehr gibt es dann eigentlich von meiner Seite heute gar nicht groß zu sagen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag oder Morgen oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Also tschüss.